Niedersächsische Kühe. Sie sind durchschnittlich 140 cm groß, wiegen 500 bis 800 Kilogramm und produzieren ungefähr 60 Liter Gülle am Tag. Doch genau das stellte sich in Niedersachsen als Problem dar, wie Christian Meyer erklärte. Wir haben ein großes Problem mit massiven Gülleüberschüssen in Niedersachsen. Wir haben sehr hohe Tierzahlen. Gerade die Massentierhaltung ist in Niedersachsen sehr extrem und gerade im Westen Niedersachsens. Dazu kommt noch, dass wir massiv Gülle aus den Niederlanden kriegen, weil die scharfe Verordnungen haben. Und wir haben zusätzlich noch durch Biogasanlagen und Maisanbau da Substrate. Also die Flächen werden immer knapper und die Tierzahlen immer höher. Und wir haben steigende Nitratwerte im Grundwasser. Nitrat wandelt sich zu Nitrit um und ist krebserregend. Also da muss man ganz vorsichtig sein, dass nicht zu viel Gülle in die Umwelt gerät. Deswegen ist seit dem 01.06.2012 eine neue Gülleverordnung in Kraft getreten, die die Gülletransporte besser kontrollieren soll. In Zukunft sollen Landwirte nicht nur aufweisen, wie viel sie an Tieren, Fläche und Gülle haben, sondern auch, wo genau die Gülle abgeliefert wird. Früher war es so, Landwirtschaft war man, wenn man sein Futter selber anbaute und seine Gülle, seine Exkremente auf seinen Flächen am Ende als Dünger benutzte. Heute werden die oft flächenlos genehmigt, das heißt, man baut einen Stall mit 100.000 Hühnern hin, hat aber gar nicht die Flächen, um Futter anzubauen und die Gülleüberschüsse zu entsorgen. Und die müssen eigentlich nachweisen, wo sie dann ihre Gülle lassen bei der Genehmigung des Stalls. Oft lief dies über eine sogenannte Güllebörse, ein Unternehmen, was mit Gülletransportern überschüssige Gülle dorthin bringt, wo sie gebraucht wird. Es hat sich aber eben gezeigt, dass das nicht so funktionierte, dass diese Güllebörsen kaum kontrolliert waren und man in der Region Hannover dann nicht wusste, von welchem Bauern kam zum Beispiel diese Substanz, wenn man da Schadstoffe drin findet, Keime etc., dann kann man nicht nachweisen, aus welchem Stall das am Ende kam und es gibt dann auch keine Kontrolle, dass Flächen doppelt und dreifach belegt werden, weil man sich oft den weiten Weg spart und dann gleich in der Nähe überdüngt und sozusagen den Pflanzen mehr gibt, als sie vertragen können, zulasten dann der Umwelt. Und diese stellt unseren Lebensraum dar. Luft und vor allem Trinkwasser sind vom übermäßigen Gülleeinsatz gefährdet. Das Problem sind diese großen Tierfabriken, wo 100.000 Hühner gehalten werden oder Zehntausende von Schweinen, die keine Flächenbezug haben. Denn anders als Landwirte haben die Massentierhaltungsbetriebe keine eigenen Felder, wo sie Nahrung anbauen und Gülle einsetzen können. Doch die neue Gülleverordnung ist nur der Anfang. Wir Grüne halten das für unzureichend. Das ist ein erster Schritt zu erfassen, wer gibt eigentlich an wen überhaupt Gülle ab. Aber wir wollen eben in Güllekataster, so wie es in den Niederlanden gibt, das eingetragen wird, sehr bürokratiearm im Internet, welche Flächen werden für welchen Betrieb angegeben und dass man die Überprüfung durch die Landkreise dann auch verbessert. Ebenfalls ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Landkreise die realen Tierzahlen bekommen. Denn zurzeit sind es zum Beispiel laut Statistiken 36,5 Millionen Masthühner. Tatsächlich sind es aber 63,3 Millionen, die bei der Tierseuchenkasse gemeldet sind. Das heißt auch wesentlich mehr Kot, den man entsorgen muss. Deshalb vermuten wir, dass viele Ställe möglicherweise illegal sind, dass sie zu viele Tiere haben, als sie eigentlich nur genehmigt gekriegt haben. Und deshalb fordern wir, dass diese Zahlen, die der Landesregierung vorliegen, auch den Landkreisen zur Verfügung gestellt werden, damit man auch die Tierzahlen an die Fläche und an die Genehmigung auch anpasst und dass wir nicht die Massentierhaltung in Niedersachsen immer weiter ausbauen. Die neue Gülleverordnung ist demnach ein erster Schritt, um Gülletransporte besser zu kontrollieren. Es muss aber noch viel passieren, um Überdüngung ganz zu verhindern und eine kontrollierte Agrarwirtschaft zu erreichen.